Viele von euch haben mich darum gebeten, ich komme dem sehr, sehr gerne nach, und zwar mehr Details zu der Mehrradreinigung von Tomix. Ich hatte es erst vor 2, 3 Videos gebracht, ich blende es oben natürlich wieder ein und verlinke es, und da möchte ich natürlich heute drauf eingehen. Ich will die Details bringen, ich will mal drauf eingehen, ich nehme die Makrokamera, ich gehe da richtig dicht dran. Wir gucken uns alles an, was habe ich modifiziert, was habe ich verändert, damit es auch mit unseren westlichen Zügen funktioniert. Wie habe ich es gemacht? Dann gehen wir auf das Produktblatt als erstes mal ein. Das werden wir uns mal ganz kurz angucken, was wir für Anschlussmodi haben, wie wir es am besten alles schalten und wie das alles so gemacht wird. Wie gesagt, ihr wolltet es, ich mache es, überhaupt kein Problem. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und es geht sofort los. Ja, dann wollen wir uns das mal direkt auf dem Blättchen hier angucken. Wie gesagt, hier oben steht es nochmal, der Tomix 6415. Das ist meines Erachtens die letztere Bauart, die rausgekommen ist. Aber ob es da großen Unterschied gibt in der ganzen Rütteltechnik, das mag ich irgendwo nicht beurteilen können. Aber das ist ja auch egal. Hier steht alles in Japanisch drauf. Ist natürlich praktisch, weil ich Japanisch fließend spreche. Das ist meine zweite Heimatsprache. Nee, Quatsch, ich verstehe genauso wenig wie wahrscheinlich ihr alle, wenn ich mir das hier angucke. Aber wenn ich mal die Bilder angehe, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Wir haben gestern eine Trike-Tour gemacht und jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Super. Ja, wenn ich mir die Bilder angucke, auf der Rückseite ist nachher auch noch was drauf, dann ist das für mich selbst erklärend irgendwo mal dieses Bild hier oben genommen. Das sagt ja eigentlich nichts weiter aus, als dass ich die Gleise gerade aneinander stecken soll und jetzt keine Knicke drin habe oder wie auch immer. Das ist für mich jetzt irgendwie keine Sache, über die ich groß reden muss. Man soll also die Gleisverbinder nicht schräg einbauen und. Aber ich sag mal, so viel Modellbahnverstand werden wir wohl alle haben, dass wir das gerade gegenüber setzen. Entweder gleichen wir es aus, dass wir da irgendwie Pappe drunter setzen oder wie ich das gemacht habe, frei hängen lassen und mehr oder weniger nur mit Weißleim ausgleichen, der dann hart geworden ist. Und das ist jetzt ein wunderbarer Übergang, der da sich gebildet hat, oder mit Schotter oder was weiß ich. Das könnt ihr alle selber machen. Jedenfalls, dass es gerade ist, dass die Züge vernünftig drüber fahren können. Aber da brauche ich, denke ich mal, gar nicht drüber zu reden. Wenn wir uns mal zu dem Bild hier unten kommen, das ist, wie gesagt, nur eine Draufsicht jetzt hier. Da sehen wir die Maße, wie hoch das Ganze ist. 12,5 mm. Die Länge ist 70 mm. Und was haben wir jetzt hier? Das sind 37 mm. Also recht, ja, kompakt das Teilchen. Das passt schon alles irgendwo. Und dann setzt man halt die Gleise an, die ein bisschen hochgehoben. Aber das ist, wie gesagt, kein Hexenwerk. Das werdet ihr alle selber können. Das ist überhaupt kein Problem. Zu diesem Bild gekommen, das finde ich recht interessant jetzt hier mal zum Zeigen. Hier haben wir auf der linken Seite, das ist der Stecker von Kato, der hier dran ist. Den habe ich natürlich hier einfach abgeknipst und habe mit den an verlängert natürlich dann einen Putty dran gemacht an meinem Stellpult. Das habt ihr vielleicht gesehen, und wenn nicht, dann könnt ihr euch das Video gerne noch angucken. Ich werde es oben rechts verlinken. Und hier unten ist die Einheit selber. Hier ist also der Motor drin. Da wird dann sowas so gerüttelt. Das ist wie so ein, wie sagt man denn, Exzender? Ist das ein Exzender? Ich weiß nicht. Ist egal. Jedenfalls wird das da unten gerüttelt auf beide Gleisseiten auf. Und der Waggon fährt tatsächlich an dieser Stelle hier. Ich hoffe, man kriegt das so halbwegs rüber. Aber ich zeige es euch nachher nochmal drüben am lebenden Objekt. Also Quatsch. Am Gerätchen selber, da gehen wir nachher nochmal hin, da fährt der Waggon ja direkt über die Platten drüber, die dann unter seinen Rädern rütteln. Das funktioniert recht gut. Also ich habe schon nach den ersten 2, 3 Runden hier so einen kleinen grauen Dreckfilm drauf gehabt. Das geht natürlich, würde ich denken, auf jeden Fall besser. Was heißt, würde ich denken, ich habe es gemacht mit SR24 bei 2, 3 Tropfen hier so verteilt. Dann kommt das, wie gesagt, hier drauf und rüttelt vor sich hin. Oder man hat die Möglichkeit, auch wenn man diese Filzauflagen nicht möchte, wie ich sie verwende jetzt hier, ist das eine Art, ja, wie sage ich mal, Sandpapier. Vielleicht dieses Material ähnlich wie der Tomix Reinigungswagen in der kleinen Scheibe hat, um die Gleise abzuschleifen. So ähnlich ist das hier auch. Das ist natürlich Geschmackssache. Der eine würde es vielleicht ein bisschen grober machen wollen. Ich würde aber definitiv nicht empfehlen, mit einem total verdreckten Wagen hier drüber zu fahren und dann zu hoffen, dass das Gerät das für mich macht. Das wird nicht passieren. Also eine gewisse Grundreinigung würde ich, bevor man das verwendet, sowieso erstmal machen, dass man die Wagen, bevor man die einsetzt, einmal sauber gemacht hat und dann, ich sag mal, wie eine Art Wartung da alle paar Tage, Wochen, wie auch immer man das nutzen möchte, da drüber fährt mal so, ich mache das mal so 10, 20 Runden und dann ist da wirklich ein schöner Dreckfilm, das ist auch ein feines Deutsch oder eine feine Aussage, ist dann Dreckfilm hier oben drauf, also nicht Film, sondern der Dreck, der abgegangen ist, der hängt dann im Filz drinne.
und dann passt das schon. Wie gesagt, der Stecker ist hier oben. Den muss man nicht zwingend benutzen. Wir haben die Möglichkeit, hier drüben ist ein kleiner Schalter. Ich gucke mal auf der Rückseite, ob wir das noch ein bisschen besser dargestellt haben. Ja, ja, hier sehen wir. Hier ist der kleine Schalter. Hier kann man es ganz gut drüber erklären. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das in der Mittelstellung auszustellen. Mein Gott, das ist manchmal schwierig. Jawohl, mein Telefon schon wieder. Und dann haben wir auf der linken Seite stellen wir das auf Rail und auf der rechten auf AUX. Auf Rail ist ganz klar, dann nimmt er sich den Strom über die Schiene. Dann bräuchte man diesen Stecker gar nicht. Das heißt, man klemmt das nur rein, dann nimmt sich den Strom direkt über die Schiene und funktioniert natürlich entsprechend genauso schnell, wie der Zug fährt, und entsprechend schnell rüttelt das dann unten oder wie. Das ist so ganz, ganz schnelle Bewegung ist das. Kann man auch sehr langsam machen mit dem Putti, ne? Dann hat man halt die Möglichkeit, das dann darüber direkt zu regeln. Aber, jetzt kommt das Aber, das funktioniert nur bei analogen Systemen. Das heißt, es geht nur, wenn ich tatsächlich meinen analogen Strom plus minus da drauf liegen habe, dann kann ich das machen. Sonst funktioniert es nicht. Also mit Digitalstrom, mit Wechselstrom wird das nichts. Ja, also analog die Variante. Dann haben wir die Variante, dass wir das Ganze über AUX stellen. Das ist das, was ich geregelt habe. Das heißt, dieses Kabel habe ich bei mir zerschnitten, habe das Kabel dann entsprechend verlängert, habe es unter meinen Stellput eingebaut und habe mir ein Putti eingebaut. Hier sprechen Sie von einem Travo, von einem Fahrtravo, sage ich jetzt mal so. Das kann man auch machen, wenn man so ein Teil übrig hat, hinten anklemmen. Dann kann man hier diesen Regler, den Geschwindigkeitsregler, als Geschwindigkeitsregler für die Rüttelplättchen nehmen. Das wäre dann die Variante. Wie gesagt, das zeige ich euch alles gleich nochmal an meinem Stellpult drüben. Und das funktioniert. Was ich jetzt hiermit anfangen soll, ach so, das ist, ja, okay, nee, das können wir rauslassen jetzt hier unten. Das sind die anderen Varianten, die wir jetzt hier nicht besprechen wollen. Also wie gesagt, wir haben einmal die Variante über die Schiene, einmal die Variante über den externen Stromversorgung. Und im Grunde genommen war es das schon, was ich jetzt hier dazu zu sagen habe. Hier oben sehen wir nochmal, wie man die Plättchen außen einbauen. Das geht also recht einfach. Die klickt man sich so ein bisschen raus mit einem feinen Schraubendreher. Ich habe das hier auch schon mit diesem Ding gemacht. Ihr kennt mich, ich bin da ein bisschen rigoros und läuft. Jetzt will ich euch noch direkt nachher am Kästchen mal zeigen, am Gerät will ich euch das noch zeigen, wie ich das hier rausklicke, was ich mache, was ich auch noch modifiziert habe. Denn ich habe da noch ein bisschen was machen müssen, weil meine Wagen sind da nicht einfach drüber gefahren. Ich würde sagen, ich schalte mal hier aus, bleibt dran und ich gehe rüber und zeige euch das direkt. Gut, dann sind wir jetzt hier drüben, ersichtlicherweise an meinem Stellpult. Das habe ich hier so ein bisschen rausgezogen. Und hier sehen wir schon, dass hier sind so graue Ablagerungen schon. Das ist tatsächlich nur von meinen Wagen, die ich hier habe. Ich kann sie ja mal kurz herholen. Das sind hier meine Donnerbüchschen. Und nur davon ist das jetzt schon von der Proberunde, die ich neulich gemacht habe. Also da ist richtig auf die Schnelle was abgegangen. Und das funktioniert wirklich prächtig. Also ich werde nachher nochmal die Aufnahmeposition verändern, damit wir das ein bisschen besser mal sehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Thema. Ich muss mal aufpassen, ich habe hier diese magnetischen Kupplungen dran. Das geht immer dann relativ schnell zusammen. Komm, ich setze das jetzt hier mal rein. Hier fehlt ja was. Ist egal. Ich stelle es erstmal hier rüben hin. So, dann haben wir hier diese Plättchen hier unten. Die kann man einfach raushebeln. Wie gesagt, das mache ich hier alles so ein bisschen Knallerfall. Und dann haben wir die jetzt hier. Und das ist eine reine Filzauflage hier oben. Wir sehen schon, wenn ich hier mit dem Messerrücken drüber gehe, dann kann man das schon ein bisschen wieder lösen. Aber da macht man vielleicht den Filz kaputt. Wie auch immer, würde ich nicht empfehlen. Also wie gesagt, wenn das irgendwann verdreckt ist, kann man nachkaufen. Auch hier in Deutschland diese Teilchen. Jetzt bin ich hier in die Kamera gekommen. Und das hebelt man einfach raus. Und kann das auch, wie gesagt, gegen die anderen austauschen, die dann diesen... dieses Schmirgelpapier oben drauf haben. Und das habe ich mir als Ersatz gekauft. Da hat man dann einige von denen drin, ein paar von den anderen. Also das passt schon alles irgendwie. Und hier unten sehen wir jetzt, dass da dran, ich werde mal auf den Makro umschalten. Bleib dran, ich bin gleich wieder da. So, jetzt aus nächster Nähe. Ich bin ja wieder mal 7 cm drüber. Also verzeiht, wenn ich mich jetzt ein bisschen ungeschickt anstelle, weil ich nicht mehr richtig rankomme. So, wir sehen es jetzt hier. Hier sind Metallplättchen dran. Seht ihr, wie die sich bewegen? Darüber nimmt nachher die Lok ihren Strom auf und nur da drüber. Denn wie gesagt, hier außen liegen ja die, ich hoffe, ich rammel jetzt nicht an die Kamera, hier liegen ja diese Teilchen drauf. Ich komme jetzt kaum ran. Ja genau, hier liegen ja diese Teilchen drauf.
Und, ach, wisst ihr, was ich mache, bevor ich weitermache? Ich schalte das mal kurz ein. Dann könnt ihr euch aus nächster Nähe anschauen. So. Machen wir den auch dran. Da haben wir das. So, hier drüben ist meine Stromversorgung, ne? Und hier ist dieser Umschalter, von dem ich sprach. Der läuft bei mir jetzt auf AUX, also auf extern. So, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir hier... Jetzt mache ich mal langsam. So, richtig schön. Naja, ganz langsam geht auch nicht. So, jetzt, man sieht es jetzt hier so ein bisschen, wie schön langsam sich das Ganze bewegt. Und durch diese Bewegung, die natürlich, wenn ich jetzt hochdrehe, das kann man also richtig schön schnell machen. Mein Putti, ich hebe mal kurz die Kamera an. Das ist ja hier drüben. Ja, das ist ja im Stellpult drin hier. Und wenn ich mal die Kamera wieder richtig abstellen hier, so. Und dann kann man das, wie gesagt, na, entschuldigt, wenn es ein bisschen wackelt, aber geht nicht anders gerade. So, und dann kann man sich das eben regeln. Das finde ich recht praktisch. Da ich ja digital fahre, muss ich das hier über den Putti machen. Entweder hätte ich jetzt vollen Strom, volle 12 Volt angelegt. Ich mache das mal aus hier, dass ich knarre. Und wie gesagt, volle 12 Volt angelegt, dann wäre mir das auf Dauer zu schnell und wahrscheinlich auch zu lästig hier im Zimmer. Aber so ist es eben, dass ich mit meinem Zug dann meine Runden drehe, stelle mir meine Geschwindigkeit ein, wie ich das brauche und das passt. Jetzt nehme ich die nochmal raus, hier die beiden Teilchen. So, komm mal her, oh, Entschuldigung. Das ist wirklich sehr eng hier drunter. So, wie gesagt, und das jetzt hier, hier haben die Wagen nicht dazwischen gepasst. Ich nehme mal einen kleinen, vielleicht sieht man das da auch ganz gut. So, und dieser Wagen, wenn ich den geschoben habe, das ging nicht. Der fuhr immer, jetzt geht es sowieso nicht, weil ich ja mit den Rädern jetzt ja in den freien Bereich reinkommen würde. Der passte nicht wirklich dazwischen. Das heißt, ich habe mir dann dieses Teil hier abgenommen. Das ist das mittlere hier. Das hier kann man abnehmen. Und habe mir dann die beiden rausgebaut. Das lasse ich jetzt auch mal sein, weil ich nicht richtig hinkomme. Hier unten sitzen nämlich zwei kleine Federn. Das heißt, hier... Und hier, die sind so kupferfarben, ja, nicht, dass es mir jetzt noch rausfliegt. Und wenn man ein bisschen ungeschickt ist, dann fliegen einen die Federn quer durch den Raum. Auf jeden Fall habe ich es dann so gemacht, ich habe das rausgenommen, habe mir es auf die Bastelecke gelegt, habe mir ein Blechlineal aufgelegt und habe den Winkel, der hier ist, leicht nach innen jeweils gebogen. Das heißt, dass ich mehr Platz finde da drinnen. Und seitdem funktioniert das. Das ist ein Müh. Das ist nicht, man kann ja nicht mal von Millimeter sprechen jetzt hier. Ganz, ganz leicht nach innen gebogen. Ich mache das mal wieder drauf, bevor man hier alles durch den Raum fliegt vielleicht noch. So, das klipst dann so rein. Und dann habe ich mir hier außen diese Ecken, diese Schrägen hier, diese und diese, habe ich ein bisschen schräger gefeilt und habe dann auch entsprechend diese äußeren, das hier ein bisschen mehr nach innen noch gebogen, sodass die Waggons, die ja wahrscheinlich ein engeres Maß haben, auf diese Schräge auffahren können, dass das funktioniert. Und dadurch hat das geklappt. Dann war ich endlich fertig, habe mich gefreut. Und dann setze ich meine Dampflok auf, hier meine 94, und fahre hier rein. Warte mal, ich mache mal die Blättchen drauf. Fahre da rein. Und nichts ging mehr. Ich meine, der aufmerksame Betrachter wird es schon gesehen haben, sagt, was hat denn der da wieder für rumfusch ran gemacht hier? Und zwar, passt auf, warte, ich klicke das mal rein. So, knack. Und dann fahre ich hier mit meiner Dampflok so rein, mit meiner V200 und den 212, hat alles super geklappt. So, und dann ist mir die Lok hier an diese Kante, nicht hier hinten, hier vorne. Ich weiß nicht, was die Japaner sich gedacht haben. Das war eckig, dieser Kasten. Genauso wie auf der Seite. Den habe ich mir jetzt schräg nach hinten jeweils abgefeilt. Und das meine ich mit Fusch jetzt hier gerade. Man sieht auf der Seite eine ganz leichte, ausgefranste Kante. Das ist einfach dem geschuldet, dass man hier nicht richtig rankommt. Und ich wollte es nicht wie so ein Berserker hier losfeilen und hier alles kaputt machen. Jetzt funktioniert das. Also das sind so kleine Sachen, die muss man einfach machen, wenn ihr euch das mal anguckt. Jetzt, wenn ich hier ankomme, jetzt läuft das wirklich haarscharf dran vorbei. Das funktioniert hier. Ohne Frage. Aber wie gesagt, die Lok, die sich vielleicht ein bisschen bewegt, die blieb dann hier hängen, weil das, wie gesagt, so eine scharfe Kante war wie auf der Seite. Und dadurch, dass ich es abgefeilt habe, wir sehen es schon, drückt die sich automatisch mit ihren Teilchen da wieder hier rein und dann hat es funktioniert und das läuft prächtig. Es läuft wirklich prächtig. Es lohnt sich. Ich mache mal noch eine andere Aufnahme. Bleibt mal kurz dran. So, schaut mal. Wenn ich jetzt hier mit der Lok komme, ja,
und bin zu weit drüben, drückt die sich automatisch nach vorne und läuft ganz, ganz sauber hier durch, ohne irgendwelche Probleme. Jetzt, wenn das nicht läuft übrigens, schiebt sich das ein bisschen blöd. Natürlich ein Lok sowieso durch ihre Haftreifen. Kann man das schlecht hier irgendwo machen. Aber wir sehen es hier schon, der hoppelt hier ein bisschen, ist ja klar. Der hat ja hier wie so eine Spalte, wo sich das bewegen muss, irgendwo drinnen. Aber es läuft ganz, ganz sauber hier drüber. Nichts passiert und alles wird schön gereinigt. Wir sehen es, es läuft gerade. Jetzt vibriert der Waggon ganz leicht. Natürlich, je schwerer, umso besser, ne? Also wie gesagt, ich kann es empfehlen, es funktioniert. Ich hoffe, ich konnte die Fragen so halbwegs beantworten von euch und entsprechend dann keine mehr offen gelassen habe. Wenn trotzdem noch Fragen sind, stellt sie in die Kommentare. Ich versuche an alles zu denken oder habe es versucht. Und auch alles schafft man auch nicht. Hier oben sind, kann man übrigens diese kleinen Kappen abmachen. Da sieht man dann drin, ich will mal kurz, da kann man einen Tropfen Öl reinmachen. Ich nehme euch mal kurz mit. Schaut mal, wenn wir das jetzt hier machen, ich stelle mal die Kamera wieder hin. Das ist vielleicht ein bisschen zu niedrig. Ups. So. Entschuldigt, wenn es wackelt, geht nicht anders. So, jetzt können wir hier oben in die Löcher reingucken. So. Und wenn ich jetzt anmache, dann sehen wir da drinnen, wie die sich, mal schön langsam, jetzt sehen wir es natürlich. So. Und da ist die Mechanik. Da könnte man mal ab und zu ein Tröpfchen, ja, Nähmaschinenöl einlegen oder was weiß ich. Und dann ist gut, aber nicht übertreiben. Also wirklich nur, oder nicht Nähmaschinenöl, hier Feinmechanikeröl von den Loks, aber wirklich wenig. Ja, sonst lohnt sich's nicht. So, jetzt haben wir mal ganz langsam laufen. Ja, sieht man das mal ganz schön, wa? Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich blende noch mal kurz um. Augenblick bitte, bleibt dran. Das war's. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich hoffe, es war für jeden was dabei, der sich ein paar mehr Infos gewünscht hat zu diesem ganzen Thema. Ich habe versucht, an alles zu denken. Habe ich was vergessen? Ab in die Kommentare damit. Ich gehe sehr, sehr gerne drauf ein. Und da würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, Freitag, 16 Uhr, wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Mal gucken, was das Thema ist. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe das ja hier bloß eingeschoben, aber irgendwann werden wir schon finden, was Spaß macht. Bis dahin, tschüss und schöne Woche, euer Uli.